So, meine sehr verehrten Damen und Herren, in aller Munde den ganzen Tag schon die Politik viel gescholten, viel bemüht, unverzichtbar, und an dieser Stelle möchte ich mich für die harte Arbeit bedanken. Das meine ich durchaus ernst. Bevor wir in irgendeiner Art und Weise mit Schelte beginnen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute sich mit uns auseinanderzusetzen. Danke, dass Sie hier sind. Ich würde Sie gerne einzeln zu mir bitten und dann habe ich eine Überraschung für Sie. Keine Blumen, aber warme Worte, und zwar zuhauf. Vielen herzlichen Dank. Ich begrüße zunächst Verena Huberts, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von der SPD und Mitglied natürlich auch im Bundestag. Herzlich willkommen, Frau Huberts. Danke, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag. Geben Sie auch gerne Platz dort. Ich begrüße Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, die zu uns gekommen ist. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen und Applaus. Dankeschön. Einen schönen guten Tag. Und ich begrüße Christian Dürr, der ist aber, glaube ich, noch nicht im Hause. Er ist in 5 Minuten da. Also, bitte, wenn ich... So ist er. Er steht im Stau, also er wird dann nochmal... Keine Witze ohne Publikum. Ja. Was war's denn? Sie, okay, wie auch immer. Und dann begrüße ich gerade schon angesprochen Friedrich Merz, den Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Merz. Hallo. Oh. Herr Merz, ich kann es Ihnen nicht ersparen, obwohl es eigentlich keine Gentleman-Art ist, tatsächlich, weil Sie gerade angesprochen wurden und es nicht ganz unser Thema ist, die Schuldenbremse. Aber wir haben ja gerade die Einlassung und auch die, tatsächlich den Vortrag von Herrn Professor Bofinger gehört. Und er hat zum Schluss den Wunsch geäußert, dass sich die Einsicht auch in der Politik festsetzt, dass angesichts multipler Investitionsbedarfe die Konstanz der Staatsverschuldung in Euro nicht die oberste Priorität in der Politik sein kann. D'accord oder nicht? Ich habe den Vortrag von Herrn Bofinger nicht gehört, aber ich vermute, dass er nicht viel anderes gesagt hat, als was er in den letzten Jahren auch schon gesagt hat. Und da habe ich ihm immer sehr freundschaftlich widersprochen und das ändert sich heute auch nicht. Ja, das haben wir schnell geklärt. Also Sie werden auf jeden Fall dafür stimmen, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Habe ich das richtig verstanden? Naja, also wir haben natürlich ein Finanzierungsproblem in den öffentlichen Haushalten, das ist keine Frage. Aber wir haben im nächsten Jahr voraussichtlich 1.000 Milliarden Euro Steuereinnahmen, also 1 Billion Euro für Bund, Länder und Gemeinden. Wir haben jetzt schon eine stark steigende Zinslast. Es gilt ja nicht nur für den privaten Wohnungsbau, sondern es gilt ja auch für die öffentlichen Haushalte, dass die Zinsen stark gestiegen sind. Wir hatten im letzten Jahr 2022 rund 4 Milliarden Euro Zinsen auf die Bundesschuld, in diesem Jahr schon 16 und im nächsten Jahr knapp 40. So, das heißt mit anderen Worten, wir müssen doch auch in den öffentlichen Haushalten aufpassen, dass uns die Zinslast nicht über den Kopf wächst, und insofern sagen wir, wir müssen jetzt mal versuchen, mit dem Geld, das der Staat hat, auch wirklich auszukommen. Und da ist viel Spielraum, bevor wir uns über neue Verschuldung unterhalten. Also, da Sie direkt angesprochen waren, es soll jetzt kein Manspending werden, deshalb möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, bevor wir dann, weil das Verfahren, das wir eigentlich geplant haben, ist heute ein bisschen anders. Der Ertrag des Hauses, der Intellektuelle, ist in 4 Thesen gebündelt. Die sind nicht vollumfänglich, aber treffen doch den Kern eigentlich des Begehrs des heutigen Tages, und dann möchten wir Ihnen gemeinsam die Gelegenheit geben, zu allen 4 Thesen, die wir gleich auch noch sehen werden, Stellung zu beziehen und Ihre Position dazu beschreiben. Aber die Schuldenbremse wird uns gerade jetzt in den nächsten 2 Minuten noch ein wenig beschäftigen. Also inwieweit sollte sie ausgesetzt werden oder nicht? Es gibt ja noch ein bisschen was zwischen 1 oder 0, indem man sie auch noch mal etwas weiterentwickeln kann. Weil wir müssen ja schon sehen, dass wir gerade an so einem Punkt sind, wo ja jetzt die Zukunft der nächsten Jahrzehnte dieses Landes entschieden wird. Und dann ist es falsch zu sagen, machen wir jetzt mal nicht mit, weil wir haben dann ein Ziel und an dem halten wir an allem fest. Aber ich bin auch der Meinung, das ist nicht die einzelne Antwort auf diese Krise, sondern wir müssen natürlich Ausgaben auf dem Prüfstand, Einnahmen auf dem Prüfstand, neue Wege gehen. Ich habe gestern in der Debatte mich auch für einen Staatsfonds stark gemacht, der wirklich ein Fonds ist, der privates Kapital auch hebelt. Und ich finde, all das muss Teil einer gesamten Lösung sein in dieser Krise, in der wir uns jetzt befinden. Also bei 0,5, quasi zwischen 0 und 1 sind Sie, ne? In einer binären Welt, die keine Eis, das ist Ihre Position? Also wir Grünen werben schon seit vielen Jahren dafür, dass die Schuldenbremse modernisiert werden muss. Aus unserer Sicht wirkt die Schuldenbremse so, wie wir sie ausgestaltet haben, nicht in der Richtung, dass wir tatsächlich keine Schulden machen, sondern dass wir nur Schulden in der unklügsten aller Formen machen. Nämlich indem wir insbesondere mit Blick auf die
Infrastrukturinvestitionen, die die öffentliche Hand tätigt, eine sinkende Investitionstätigkeit in den letzten Jahrzehnten erlebt haben und damit am Ende den künftigen Generationen ja trotzdem Schulden hinterlassen, nur beispielsweise in Form von maroden Autobahnbrücken. Die künftigen Generationen stehen aber dann trotzdem vor der Entscheidung, die Autobahnbrücken sanieren zu müssen, sonst stürzen die ein, so wie bei uns in Nordrhein-Westfalen im Sauerland ja jetzt Fall war an der Stelle, und das bedeutet für künftige Generationen nur mehr Kosten, mehr Ärger und am Ende die unklügste Entscheidung aus meiner Sicht. Und deswegen werben wir dafür, eine Modernisierung der Schuldenbremse zu machen, die solche Investitionen ausnimmt und ermöglicht und das Nettovermögen an der Stelle des Staates dann auch von diesem Geltungsbereich ausnimmt. Und hier in Berlin beispielsweise, der regierende Bürgermeister der CDU wirbt ja auch sehr klar an der Stelle dafür. Ein Gruß übrigens, Herr Merz. Deswegen fände ich es sehr gut, es gibt ja verschiedene Ministerpräsidenten, Herr Haseloff, Herr Kretschmer, auch Herr Wüst, die gesagt haben, man kann da miteinander drüber reden. Ich fand das einen sehr guten Impuls der Ministerpräsidenten der CDU, den wir als Grüne Bundestagsfraktion sehr gerne aufnehmen würden, um da vielleicht auch miteinander zu schauen, Regierung und Opposition, was an dieser Stelle geht für die Wirtschaft. In diesem Land wäre das aus meiner Sicht auf jeden Fall der richtige Schritt. Jetzt haben wir das besprochen, was gerade in der gesamten Berliner Republik gesprochen wird. Wir sind auf das Ergebnis gespannt und wollen uns jetzt aber sozusagen dem Anliegen in der Herzkammer hier widmen. Und da haben wir, wie gesagt, vier Thesen vorgetragen. Ich würde die Thesen Ihnen auch nochmal lesend zur Kenntnis geben und allen aber auch nochmal vorlesen. Da ist die erste These, nämlich die Lösung des Problems war zu wenig Neubau. Wenn ich um die Einblendung bitten darf, ist ein bisschen klein geraten, aber die These lautet, die Lösung des Problems zu wenig Neubau kann nicht in einer stärkeren Regulierung der Mieten liegen. Das würde das Ungleichgewicht noch verstärken, weil durch zusätzliche Mietregulierung die Refinanzierung eines Neubaus weiter gefährdet wird. Das richtet sich an die SPD. Stimmen Sie dem zu oder sind Sie regulierungswillig und weiter regulierungswillig? Also, da wo der Markt nicht funktioniert und wir haben nun mal eine große Krise am Wohnungsmarkt, da gibt es nicht eine Antwort, sondern die muss mehrfach lauten. Natürlich müssen wir mehr Angebot schaffen, weil wenn es keine Wohnung gibt, kann keiner, dann werden die Leute nicht irgendwo wohnen können. Aber wir sehen ja auch, dass die Preisregulierung, also so eine Mietpreisbremse, die gilt ja gar nicht im Neubau. Das heißt, der Bestand, da wird ja auch oft der große Reibach gemacht, wenn jemand auszieht, wenn man nochmal eine Kall... Es ist ja hier direkt eine hitzige Debatte, aber wenn doch jemand auszieht und man dann eben nochmal die Miete erhöht, wenn man nochmal eine Couch reinstellt und möbliert weitervermietet. Also ich meine, ich weiß ja nicht, ob Sie alle im Eigenheim wohnen, aber hören Sie sich mal in Städten um. Es ist schwierig bezahlbar. Bitte? Ja, und es ist doch ein Problem, dass man keinen bezahlbaren Wohnraum auch im Bestand findet. Und deswegen müssen wir bauen, bauen, bauen. Wir müssen aber auch gucken, wie wir im Bestand Regeln miteinander finden, damit die Preise nicht explodieren. Also ich bin sicher, Sie haben verstanden, dass das Wort Reibach ganz und gar nicht gut ankam. Habe ich verstanden. Weil Wohnungswirtschaften natürlich erstmal von allen hier anwesend als Daseinsvorsorge verstanden wird, von Ihnen auch. Absolut. Ich habe selbst auch Eigentum und ich vermiete das auch. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, also es ist ja auch interessant, dass man hier mit jedem Satz irgendwie provoziert. Also es ist eine Daseinsvorsorge. Es ist aber ja auch nicht jeder so gut und herzlich wie die Menschen in diesem Raum. Und deswegen ist das natürlich schon auch etwas, wo wir uns alle miteinander Gedanken machen, wie bleibt Wohnen auch bezahlbar, denn es ist Daseinsvorsorge 100% d'accord. Trotzdem, sagen Sie mir bitte eine Mechanik, die Sie eingeführt haben, die tatsächlich zu einer Verbesserung der Mieter geführt hat, tatsächlich zu einer Stabilisierung der Mieten und auch dafür, dass beispielsweise der Neubau weiterhin finanziert werden kann. Ja, wir haben zum Beispiel 18 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau jetzt, die wir zur Verfügung stellen. Und das ist doch genau da, wo wir in den Kommunen vor Ort auch Menschen, die in der Pflege, ich finde das irgendwie auch interessant, wie witzig das irgendwie für alle ist. Ich finde, das ist eine sehr ernste Debatte, die wir miteinander führen. Wir können uns ja auch nochmal bilateral austauschen. Also das ist doch eine massive Förderung von genau dem Wohnraum, den wir brauchen. Aber wir brauchen natürlich auch noch was in der Breite der Mitte. Herr Buschmann, Herr Dürr ist ja jetzt auch da. Da liegen ja auch noch ein paar Themen auf dem Tisch, die wir mit Kappungsgrenzen zum Beispiel auch noch angehen wollen. Und da haben wir auch im Koalitionsvertrag Dinge miteinander vereinbart. Ja, im Koalitionsvertrag sehen Sie, Herr Dürr, erstmal herzlich willkommen. Der Applaus, den haben wir extra für Sie aufgespart. So, also wir sind bei der These aus dem Hause hier, dass die Regulierung der Mieten kein Beitrag sein kann, das Ungleichgewicht am Mietenmarkt zu
beglätten, beziehungsweise zu glätten selber, eine These, der Sie zustimmen? Ich bitte erstmal untertänigst um Entschuldigung, dass ich gewährt. Für die Verspätung und lese jetzt gerade, das war die These sozusagen für in Richtung der Sozialdemokratie, wenn ich es richtig sehe. Die wir gerade diskutieren. Und würde ausdrücklich eins sagen wollen. Wir müssen an die Rahmenbedingungen ran und ich glaube nicht, dass wir es schaffen, vom Volumen her mehr Wohnraum zu schaffen, denn das ist das Hauptproblem. Wir haben zu wenig Wohnraum in Deutschland, indem wir den Fokus vor allen Dingen darauf legen, den Preis zu reduzieren, was den Mietwohnungsmarkt betrifft. Deswegen wäre mein Plädoyer, und ich glaube, das ist eine These, die später noch kommt, dass wir genau über diese Rahmenbedingungen sprechen, meine Damen und Herren, denn wir sind in einer dramatischen Situation und die Wahrheit ist, ein Grund für die volkswirtschaftliche Schwäche in Deutschland ist mangelnder Wohnungsbau und da müssen wir ran. Frau Dröge, Sie haben ja gerade an den Reaktionen gemerkt, dass sozusagen der Gegenverdacht im Raum steht. Es handelt sich jeweils um Klientelpolitik und es würde dem, sagen wir mal, Klima insgesamt in der Diskussion auch nicht gut tun, wenn beispielsweise so polarisierende Begriffe wie Reibach verwendet werden. Ich weiß nicht, wie Sie sich da positionieren. Sehen Sie im Grunde genommen in der weiteren Erleichterung für Mieter ein probates Mittel, dem jetzigen Wohnungsmarkt angemessen, sagen wir mal, die Stirn zu bieten? Oder sagen wir mal, den Verfall aufzuhalten, weil genau das haben wir eigentlich den ganzen Tag gehört von heute Morgen bis Abend, dass es schwieriger wird, bis hin zu unmöglich neu zu bauen. Also wenn man sich die soziale Situation in Städten wie Berlin oder in Köln anschaut, die ich beide sehr gut kenne, dann erleben wir zunehmend das Problem, dass Menschen mit einem normalen Einkommen sich Mietwohnungen in den Städten nicht mehr leisten können. In der Kita meiner Kinder beispielsweise haben wir andauernd Kündigungen von Erzieherinnen, die im Umland von Berlin leben, weil sie sich eine Mietwohnung in Berlin nicht mehr leisten können. Und im Umland von Berlin natürlich auch mittlerweile Erzieherinnen gesucht werden. Das heißt, wenn wir Menschen in dem Einkommensniveau in Großstädten noch haben wollen, nämlich die Möglichkeit haben wollen, dass diese sich hier noch Mieten leisten können, dann müssen wir auch an das Niveau von Mieten reingehen und die Menschen zu unterstützen. Das eine, was wir gemacht haben als Koalition, ist das Wohngeld beispielsweise auszuweiten, deutlich auszuweiten, um Menschen im unteren Einkommensbereich bei hohen Mieten zu unterstützen. Das zweite, was wir machen werden, ist eine neue Wohngemeinnützigkeit einführen. Das wurde auf dem Wohngipfel des Kanzlers auch genau so mit beschlossen, und zwar aus folgendem Grund. Das Gute ist, man kriegt immer sofort mit, wie die Vorschläge ankommen. Ne? Ja, das erlebe ich auch so. Ich würde sagen, wenn Herr Merz bei den Umweltverbänden auftreten würde, wäre das freundlicher. Nee. Aber das ist vielleicht ein Feedback an das Publikum. So, vielleicht egal. Aber das geht mir aber auch so, Herr Merz. Aber Sie gehen trotzdem hin, ne? Gehen Sie hin? Ja, sicher. Ja, dann ist gut. Und deswegen sind wir auch hier, nicht wahr? Richtig. So, und jetzt um meinen zweiten Punkt noch einmal darzulegen, neue Wohngemeinnützigkeit. Was sich dieses Land erlaubt hat, ist, dass sie mit öffentlichem Geld sozialen Wohnungsbau gefördert haben, aber immer wieder natürlich auch zulassen, dass diese Wohnungen nach einer gewissen Zeit aus der Preisbindung rausfallen. Und mit einer neuen Wohngemeinnützigkeit kombinieren wir jetzt Investitionszuschüsse mit Steuererleichterungen an der Stelle, um dauerhaft dafür zu sorgen, dass diese Wohnungen auch in der Sozialbindung erhalten bleiben, und Steuererleichterungen sollten eigentlich etwas sein, wo dieser Raum eher mit Freude drauf reagiert als mit Widerstand. Und das Dritte ist, an der Stelle tatsächlich erleben wir einen erheblichen Anstieg der Mietpreise in den Städten, und deswegen sind auch Instrumente wie Mietpreisbremsen aus unserer Sicht etwas, was notwendig sind, um die Mietpreise in den Städten auch weiterhin im Griff zu behalten, oder die Absenkung der Kappungsgrenze als zweites Instrument, was wir beispielsweise im Koalitionsvertrag FDP, SPD und Grüne miteinander verabredet haben, oder die Regulierung der Indexmieten, wie sie auch die Berliner CDU beispielsweise vorschlägt. Auch das ist etwas, was wir als Grüne an der Stelle uns sehr gut vorstellen können. Das gehört auch dazu, denn es betrifft an der Stelle den Bestandsbau. Im Neubau gilt natürlich erstmal nicht die Mietpreisbremse an der Stelle. Und deswegen sind es unterschiedliche Aspekte, die wir machen, um den Wohnungsmarkt auch voranzubringen. Und natürlich haben wir auch eine Neubauförderung, auch für Familien. Auch dort gibt es aus Seiten der Bundesregierung Unterstützung. Deswegen ist es für uns ein Instrumentarium an verschiedener Stelle. Und das vierte ist jetzt die degressive AFA im Baubereich. Auch das war etwas, was der Wohnungsbaugipfel des Bundeskanzlers noch mal vorangebracht hat. Das heißt,
verschiedene Instrumente an dieser Stelle werden von unserer Seite aus unterstützt. Also da war die Wahrnehmung hier im Haus, was der Gipfel gebracht hat, ein bisschen anders, aber das ist jetzt nicht Gegenstand, zumal Berliner Vorschläge bei der Bundes-CDU bisweilen ja, ich sag mal, mehr oder weniger verfangen, aber dann sind diese Vorschläge letztlich da. Als Mieter höre ich das natürlich zunächst erstmal gerne, dass Absicherungsmaßnahmen, wie beispielsweise vorgetragen, unter anderem auch, also egal, ob ich möchte wissen, wie ich gerade wohne, ich gucke in den Mietspiegel rein, ich möchte, dass meine Zinsen, meine Miete natürlich nach oben letztlich begrenzt ist. Das scheint mir zunächst erstmal aus Mietersicht ganz probat. Was sagen Sie als Oppositionsführer? Naja, Sie kriegen ja mit den Wortmeldungen, die Sie hier gerade gehört haben, mal so dieses ganze Panoptikum der deutschen Politik geboten, was wir, Sie kriegen es jetzt heute mal einmal im Jahr, wir kriegen es jede Woche. Das ist, wir sprechen nur noch über Details und nur noch über Nachregulierungen eines Systems, dessen Wirkungsmechanismen systematisch außer Kraft gesetzt werden. Das können Sie im Grunde genommen durch alle Politikbereiche sehen und beschränken wir uns jetzt mal auf den Wohnungsbereich, können das Gebäudeenergiegesetz dazu nehmen. Es wird immer weiter reguliert. Die Politik wundert sich darüber, dass keiner mehr Spaß hat, in diesem Bereich zu investieren. Und wenn dann plötzlich der Mangel zutage tritt, dann wird dieser Mangel subventioniert und es werden die Menschen, die es sich nicht mehr leisten können, durch Transferleistungen unterstützt. Und plötzlich wundern wir uns alle, dass wir mit dem Geld in den öffentlichen Haushalten nicht mehr auskommen. Und dann sind die Grünen plötzlich... Und damit das Geld dann mobilisiert wird, sind die Grünen plötzlich dafür, dass wir Autobahnbrücken bauen. Ja, also das ist ja der Irrwitz, den wir hier im Grunde genommen wirklich jede Woche erleben. Und wenn Sie, Frau Huppert, von Reibach sprechen, kriegen Sie zu Recht die richtige Reaktion hier. Sie müssen sich entscheiden, was wir wollen. Wenn wir einen privaten Sektor im Wohnungsbau haben wollen, und das sind doch nun zu über 50% nicht die großen Konzerne, sondern das sind Menschen, die für ihre Altersversorgung Wohnungen bauen und vermieten und die da ein Stück ihrer Altersversorgung investieren. Wenn Sie denen sagen, dass das Reibach ist, den Sie möglichst intensiv regulieren wollen, dann dürfen Sie sich nicht darüber wundern, dass das Angebot immer knapper wird. Und wenn die Nachfrage gleichzeitig steigt, ist ein Wirkungszusammenhang, der früher mal in der Politik allgemein anerkannt wurde, das nannte sich Marktwirtschaft, dann steigen die Preise. So, und dann wundern Sie sich darüber, dass wir solche Preise haben. Und dann müssen Sie wieder eingreifen in den Markt, wieder regulieren. Und je mehr Sie regulieren, je komplizierter wird das. Und dann werden aus 1 Million Wohngeldempfänger 2 Millionen Wohngeldempfänger. Und wir wundern uns darüber, dass wir mit dem Geld in öffentlichen Haushalten nicht mehr auskommen. Also und bevor Herr Dürr etwas sagt, die FDP macht das alles fröhlich mit. Und deswegen, ich sag mal, natürlich müssen wir Mieterschutzgesetzgebung haben, Kündigungsschutzrecht haben, haben wir im bürgerlichen Gesetzbuch. Aber wenn wir weiter so machen, wie wir das gegenwärtig erleben, und da kommt jetzt das ganze Thema umweltverträgliches Bauen, Klimaschutz, Energieeinsparen noch dazu, dann dürfen wir uns nicht darüber wundern, dass wir in einer solchen Misere sind, wie wir sie gegenwärtig haben. Wir kritisieren das nicht nur, sondern ich habe auch persönlich eine vollkommen andere Meinung. Ich glaube, dass der Staat die Rahmenbedingungen vorgeben müsste, so wie wir es übrigens im alten Gebäudeenergiegesetz auch hatten, sukzessive zum Beispiel CO2 bepreisen, damit die Menschen ein eigenes wirtschaftliches Interesse daran haben, sukzessive die Heizungen zu ersetzen durch umweltfreundliche Methoden, wie sie das halten. So, lassen Sie mich nur mal zum Schluss noch mal einen Satz sagen. Ich bin ja hier 3-1 allein auf der Bühne. Ich gehe damit um, ich habe ja kein Problem damit. Haben Sie ja gestern gesehen, das kann ja auch Spaß machen. Wir haben ein so großes Misstrauen mittlerweile in den Markt, dass wir uns einfach in diesen ganzen Detailregulierungen vollkommen verheddern. Und das Ergebnis ist, dass wir das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen. Das Jahr 2023 wird in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen, in dem die meisten Öl- und Gasheizungen in die privaten Häuser eingebaut worden sind, die jemals in den letzten Jahrzehnten gebaut worden sind. Und das bei einer Regierung, die genau das Gegenteil haben wollte. Das ist das Gegenteil von dem, was Sie eigentlich mit Ihrer Politik erreichen wollen.
Frau Huberts, es war in gewisser Weise, ich möchte Sie gerne an der Stelle in Schutz nehmen, weil es natürlich Wohlfall war, über den Begriff des Reibachs herzufallen in der Art und Weise, stimmt, weil im Grunde genommen Sie ja, also, wenn ich jetzt mal wohlwollend verstehen wollte, nichts anderes gesagt haben, waren, wir wollen im Grunde genommen überkapriziösen, extrem kapitalorientierten Tendenzen die Wurzel abschneiden und konzentrieren uns aber dann auf was, wenn man jetzt tatsächlich mal die Perspektive darauf lenkt, sich nicht auf sozusagen das Aussortieren der wenigen, in Anführungsstrichen, Marktplayer, die nicht nach Fairplay spielen, konzentriert, sondern sich im Kern darauf konzentriert, dass dieses Land ein enormes Neubauproblem hat, dass Versprechen nicht gehalten werden konnte, 400.000 Wohnungen im Jahr neu zu bauen, die Bauwirtschaft einen Niedergang fürchtet und die Lage wirklich dramatisch ist, auch vor dem sozialen Frieden. Ist das Mittel Ihrer Wahl an erster Stelle, um dem entgegenzuwirken? Und damit beenden wir dann die These. Und danke, dass Sie mir auch nochmal die Möglichkeit geben, hier klarzustellen, dass ich nicht, jeder, der Wohnraum baut und zur Verfügung stellt, natürlich ist das Daseinsvorsorge. Ich habe nur den Umstand angesprochen und den kennen wir alle. Man wohnt in der Wohnung, die ist gut bezahlbar, dann stirbt irgendwann die Tante X oder der Partner Y und dann die 110 Quadratmeter Wohnung. Man zieht nie wieder in was Kleineres, weil die kleinere natürlich nicht, wenn ich einmal aus dem guten, gebundenen und günstigen Wohnraum ausziehe und das halt eben dann dort auch sehr sprunghaft diese Mieten ansteigen. Aber ja, das war hier keine Provokation von der Wohnungswirtschaft als Gesamtes und deswegen das nochmal zurechtzustellen. Wenn es eine Maßnahme geben kann, dann würde ich sagen, in Anbetracht von auch den steigenden Grund-, also Bodenpreisen, Dachgeschossausbau, genehmigungsfrei. Und wenn wir da jetzt auch nochmal auf den Turbo mit draufgehen, dann haben wir auch etwas, was wir neben der Umwidmung von gewerblichen Immobilien, also es muss jetzt alles mit rein in die Bütt, aber natürlich sind wir bei den 400.000 weit davon entfernt und deswegen ist es leider nicht nur eine Maßnahme, die das Problem lösen wird. Vielen herzlichen Dank für den Fokus. Wir machen mit der nächsten These weiter. Wie ich sehe, sind Sie gut unterhalten. Ist so, ne? Das freut mich sehr. Wir hören natürlich auch, wenn Sie reden, und machen jetzt mit der zweiten These weiter. Die zweite These, die aktuelle Situation gebietet, außergewöhnliche Wege zu gehen. Soweit so klar, jetzt aber nur welche. Deshalb bietet sich ein Zinsverbilligungsprogramm der KfW auf 1% für 10 Jahre an, auch als Konjunkturanschub. Diese Finanzierung bleibt durch eine Kapitalerhöhung bei der KfW entsprechend ohne direkte Wirkung für den Bundeshaushalt. Deshalb sollte jetzt ein Sonderprojekt Wohnungsbau aufgelegt werden, speziell für den bezahlbaren Wohnungsbau im Segment bis 12 Euro. Ein entsprechendes Programm würde dazu beitragen, dass die Beschäftigung im Baubereich erhalten bleibt. Herr Dürr, hier haben wir das schon verabschiedet, das müssen Sie nur noch nachziehen. Vielen Dank für die Vorlage, anhand der ich, glaube ich, die Möglichkeit habe, auch das, was Herr Merz gerade gesagt hat, mal breiter zu beantworten. Ich bin sehr dafür, dass wir natürlich eine öffentliche Bank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die ja zu 80% in Bundeshand, zu 20% in Länderhand ist, so ausstatten, dass sie die Möglichkeit hat, auch am Zinsmarkt vernünftig unterwegs zu sein. Das war in der Vergangenheit schon erfolgreich, aber ich verspreche Ihnen heute nicht, dass es 1% Zins geben wird für alles und lange. Das wäre, glaube ich, unredlich. Das wäre, glaube ich, auch die ganz einfache Antwort nach dem Motto, wir machen es über die KfW, ja, ja, es gibt kein Problem mehr. Ich bin sehr dafür, gerade wenn ich im Hinblick auf die letzten 10 Jahre schaue, wo der Zins, die Eurozone, einen zu niedrigen hat. Deswegen haben wir jetzt einen Zinsschock erlebt. Wir haben ja in Wahrheit keine Hochzinsphase, sondern, sagen wir ganz offen, eine Normalzinsphase, die ganz schnell gekommen ist. Das ist das große Problem, weswegen wir einen faktischen Zusammenbruch beim Neubau derzeit haben. Ich bin sehr dafür, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau ihren Beitrag leistet und wir dann darüber sprechen müssen, wie Bund und Länder auf der Kapitalseite die KfW entsprechend ausstatten. Aber ich glaube auch, dass wir umkehren müssen, und da bin ich durchaus bei der These von Herrn Merz, auch bei der Frage der Rahmenbedingungen und insbesondere bei Bürokratie so umzusteuern, dass diese Investitionen in den Neubau am Ende auch passieren. Und Herr Merz, eins will ich dann schon zur Gesamtheit, und ich glaube, das wollten Sie sagen, Sie haben sich nur nicht getraut. Mein Eindruck ist, dass all das, was richtigerweise von der Branche beklagt wird, nicht alles am 8. Dezember 2021 erst entschieden worden ist, sondern mein Eindruck ist, dass wir vielleicht alle gemeinsam, ich an meine FDP-Nase, Grüne Sozialdemokraten und Christdemokraten sich die Frage stellen müssen, ob wir die Wohnungswirtschaft in Deutschland mit jeweils guten Absichten, aber am Ende des Tages auch totreguliert haben und an der Stelle vielleicht gemeinsam uns steuern sollten. Das wäre jedenfalls meine These. Ja.
eine Ansicht, der Sie sich anschließen können. Die Totregulierung und Überregulierung, die im Grunde genommen wie alle Regulierungen einmal in der Welt auch nicht wieder rausgenommen wird. Es gab mal eine Zeit beispielsweise, da versuchte jemand auf einem Bierdeckel eine Steuerreform zu machen. Der Bierdeckel ist bis heute noch nicht aufgetaucht. Ich erinnere mich, das haben wir 2009 versucht mit der Union umzusetzen. Das hat irgendwie nicht geklappt, Herr Merz. Ich weiß gar nicht mehr warum. Bin ich ja auch aus dem Bundestag ausgeschieden. Das stimmt. Also es das war der Fehler. Also, ich verstehe schon, an Ihnen liegt es nicht. Ne? Also, verstanden. Aber tatsächlich ein für Sie probates Mittel. Bin ich dabei. Weniger Bürokratie, Skalierung, Typengenehmigung, nicht 16 Landesbauordnungen. 16 Landesbauordnungen. Richtung, richtig. Und deswegen ist das auch Teil der Problematik, weil wenn wir alle seriell, wie wir es auch gerade in den Auszeichnungen gesehen haben, bauen können und da den Hebel schneller umlegen, dann hilft das eben auch dabei, denn die Zinsen, hat Herr Dürr ganz richtig angesprochen, gab es schon in viel höher. Aber wir haben gerade halt mehrere Preisexplosionen, Personal und Material und all das zu dritt zusammen. Das ist eben das, was den Stopp auch so dramatisch macht. Was planen die Grünen gegenüber Regulation zu tun? Absolut, Bürokratieabbau ist ein Thema. Ich habe 10 Jahre lang Wirtschaftspolitik gemacht, bevor ich Fraktionsvorsitzende geworden bin. Und Bürokratieabbau war immer eines der wichtigsten Themen wirtschaftspolitisch aus meiner Sicht, das wir voranbringen müssen. Und wir haben beispielsweise in der Bundesregierung ein Verfahren entwickelt, das heißt Praxischecks, wo die Verbände, die Unternehmen, die Regulierungsbehörden, Bund und Länder gemeinsam an einem Tisch sitzen und wenn man sich wirklich Schritt für Schritt pro Branche anschaut, wo unnötige und überflüssige Regulierung ist und die abgebaut wird. In diesem Sommer haben wir das beispielsweise eine Branche, aber es soll durch alle Branchen gehen, im Bereich der Solarwirtschaft gemacht und wirklich so einen Katalog an Entbürokratisierungsmaßnahmen beschlossen. Im Bereich der Planungsbeschleunigung haben wir jetzt schon 3 Gesetze in den Deutschen Bundestag eingebracht und wir Grünen sind auch an vielen Stellen den Schritt gegangen, uns auch zum Beispiel das Umweltrecht anzuschauen und hier für Planungsbeschleunigung und Vereinfachung zu sorgen. Und im Bereich des Wohnens gibt es ja auch das Bündnis Bezahlbares Wohnen, die ja so einen Katalog mit 50 Seiten sind es aus meiner Sicht, wenn ich das richtig erinnere, an Bürokratievereinfachung auch aufgeschrieben haben, die Schritt für Schritt angegangen werden sollen und müssen. Und wenn man sich zum Beispiel das Thema Umnutzung anschaut, also aus Büroräumen Wohnraum zu schaffen, dann gibt es da natürlich vielfach Bürokratie, die dem im Wege steht und die vereinfacht und abgebaut werden muss, damit das Ganze leichter möglich ist. Und genau das sind Dinge, die wir jetzt als Koalition auch vereinbart haben und auf den Weg bringen müssen. Natürlich ist Bürokratie ein wichtiger Faktor. Das gesagt, möchte ich einmal allerdings auch das Feedback geben, dass ich erlebe, dass sich diese Debatten sehr schnell ausschließlich auf diesen Punkt als Kostentreiber fokussieren, während wir natürlich sehen, PwC hat eine Studie dazu gemacht, was treibt die Kosten gerade im Immobilienbereich und die ersten 5 Punkte sind eben nicht staatliche Regulierung, sondern sind ein für die Bauwirtschaft sehr ungünstiges Marktumfeld aktuell. Einmal die gestiegenen Zinsen, die für Sie natürlich der Punkt waren, der jetzt erstmal den Turning Point im Markt gebracht hat. Das zweite sind gestiegene Lieferketten, Kosten. Wir haben die 2 Krisen in Folge, Corona und dann der Energiepreisschock, den Russland ausgelöst hat. Das ist ja ein bisschen wie ein perfekter Sturm für den Markt, ja, an der Stelle. Und deswegen war es so wichtig, und das möchte ich einmal sagen, weil das sind enorm wichtige Kostentreiber, gegen die die Bundesregierung im letzten Jahr gegengesteuert hat. Wir haben innerhalb von einem Jahr 50% der deutschen Energieversorgung beim Gas ersetzen müssen und 30% bei Kohle und 20% beim Öl und das innerhalb von einem Jahr und das hat geklappt, ohne dass hier in diesem Land die Lichter ausgegangen sind. Das hat diese Bundesregierung auch dafür beigetragen, damit die Unternehmen besser durch 2 Krisen gekommen sind, als man es befürchten konnte. Das, was man nicht unmittelbar wahrnimmt, weil es als Problem nicht aufgetaucht ist. Genau, wenn man Argument, die Krisen löst, there's no glory in prevention. Aber trotzdem war es ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, sonst säßen wir hier heute in einer völlig anderen Situation und würden völlig andere Fragen miteinander diskutieren. Herr Dürr, eine Frage, die wir heute den ganzen Tag besprochen haben. Applaus, bitte schön. Danke sehr. Ja. Eine Frage, die wir noch nicht ausgerechnet haben, aber war zum Beispiel, wie würde man beispielsweise dieses 1% dann als quasi Zinssubvention auch wieder reamortisieren? Und da ist die Antwort ganz einfach, über den dann wieder sprudelnden Steuern, die über ein
florierenden Wirtschaftszweig, der eben nicht im Niedergang begriffen ist, dann sie wieder reinkommen. Also es hat jetzt niemand das im Kopf ausgerechnet, aber jedenfalls aus meiner Sicht zunächst erstmal ein Argument, wo man sagt, also das ist doch mindestens ein Nullsummenspiel, wenn nicht sogar eine Win-Win-Situation. Ob es ein Nullsummenspiel, ich bin zwar Ökonom, aber habe es auch nicht ausgerechnet, das weiß ich nicht genau, aber richtig ist eins, das sagte ich, glaube ich, in meiner ersten Antwort schon, wir haben eine zu geringe Wirtschaftsleistung, auch insbesondere, weil wir eine zu geringe Bautätigkeit haben. Also wir sehen direkten Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt, insofern haben Sie recht. Ich bin immer ein bisschen skeptisch mit den Selbstfinanzierungseffekten, die versprochen werden, denn richtig ist, wir haben zurzeit dadurch auch Steuermindereinnahmen wegen geringerer Bautätigkeit, aber darauf will ich mich gar nicht so sehr fokussieren. Ich sage, ja, die KfW ist eine staatliche Bank, sie kann ihren Beitrag leisten. Ich wollte nur das Publikum nicht übereuphorisieren, indem ich hier Dinge verspreche, die am Ende auch haushalterisch, auch wegen der Eigenkapitalausstattung, die notwendig wäre, so nicht dargestellt werden können. Denn wie gesagt, der Bund alleine nicht, sondern auch die Länder wären dort in der Pflicht. Dann nehme ich jetzt auch Rücksicht auf das Publikum und euphorisiere nicht allzu sehr und mache mit der dritten These weiter. Da sind wir dann bei der Frage, die sich vor allen Dingen an Herrn Merz in erster Linie richtet. Der bezahlbare Wohnungsbestand ist nur zu retten und klimaneutral zu machen, wenn das Gießkannenprinzip bei der Förderung beendet wird. Wenn wir die Klimaziele im Bestand erreichen wollen, brauchen wir eine Förderung mit sozialer Komponente, auch für die Mieter. Denn die notwendigen Effizienzstandards und die damit verbundenen Klimaziele im Bestand können finanziell nicht ausschließlich von den Wohnungsunternehmen geschultert werden. Na, das ist eine Diskussion, die es ja schon seit der letzten Wahlperiode gibt, um die Frage, wie solche Modernisierungsaufwendungen geteilt werden zwischen Vermietern und Mietern. Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, denn wem kommt der Nutzen zu? Am Ende des Tages ja wahrscheinlich beiden, also kann man das durchaus aufteilen. Mich stört an der Diskussion, dass wir immer viel zu sehr auch allein auf den Mietermarkt schauen und nicht auch die ganz grundsätzliche Frage auch damit verbinden, wie können wir denn eigentlich aus Mietern Eigentümer machen? Wir haben ja in Deutschland immer noch eine der niedrigsten Eigentümerquoten in ganz Europa. Nur die Schweiz hat weniger Wohneigentum als wir. Wir sind ein ausgeprägter Mietermarkt und Vermietermarkt. 57%, ja. Ist es sogar so viel? Ich hätte jetzt gesagt, ungefähr die Hälfte. Es ist offensichtlich doch noch mehr, als ich es im Kopf hatte. Also wie können wir aus Mietern Eigentümer machen? Und da bin ich in der Tat der Meinung, wir sollten nicht den ganzen Markt mit der Gießkanne subventionieren, sondern wir sollten es auf die potenziellen Eigentümer konzentrieren, die es aus eigener Kraft nicht können und denen eine gute Unterstützung geben. Und ich fange mal mit den Familien an. Wir haben das ja auch vorgeschlagen, wird von den Ländern bis jetzt nicht übernommen, weil sie es nach dem Gesetz nicht dürfen. Aber wenn wir zum Beispiel die Grunderwerbsteuer für junge Familien beim Ersterwerb einfach nicht erheben würden, dann könnte man den jungen Familien eine Menge Kosten ersparen, schon beim ersten Erwerb. Denn die Erwerbsnebenkosten sind ja, wie wir alle wissen, ziemlich hoch und mit 5% oder 6% Grunderwerbsteuer sind Sie bei 500.000 Euro schon bei 60.000, bei 30.000 Euro, die Sie da zahlen müssen. Das wären Beiträge, um bezahlbares Wohnen ohne zu subventionieren zu ermöglichen. Wissen Sie, ich möchte aus diesem Gedanken oder aus diesem Teufelskreis mal raus, dass alles teurer wird und zur Behebung der Preissteigerung subventioniert der Staat aus dem Steuerhaushalt. Wenn wir in diesem Teufelskreis bleiben, werden wir nie genug Geld haben, um alle happy zu machen und am Ende des Tages bleiben nur unglückliche Menschen zurück, die sich das nicht leisten können, was eigentlich normal sein müsste in einem so wohlhabenden Land wie Deutschland, dass nämlich eine Durchschnittsfamilie in Deutschland noch Wohneigentum erwerben kann. Und das beschwert mich etwas, dass wir diese Diskussion so etwas zu sehr vernachlässigen. Wenn wir die Diskussion mit dem Gießkannenprinzip ja schon seit geraumer Zeit nicht nur in diesem Zusammenhang führen, die soziale Komponente ist immer wieder eigentlich als fehlend kritisiert worden, Herr Dürr. Warum ist sie bislang nicht umgesetzt worden? Also das Argument ist immer zu viel Bürokratie. Kann das wirklich sein?
Naja, also eine soziale Komponente, zumindest jetzt ganz kurz auf Mieterseite gesprochen, hat Katharina Dröger angesprochen, wir haben das Wohngeld deutlich erhöht, also sozusagen, dass denjenigen, der Mieter ist, gestärkt in der Situation, anstatt dass wir mit Subventioniertes reingegangen sind. Das halte ich auch für richtig, war nicht günstig für den Bundeshaushalt, aber sicherlich eine richtige Maßnahme. Und darüber hinaus hat Herr Merz recht. Ich teile die Einschätzung, ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer wäre ein adäquates Instrument, denn ich glaube schon, dass es ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Mietern und Eigentümern in Deutschland gibt und ich würde mich freuen, wenn mehr die Möglichkeit hätten. Da müssten wir die Bundesländer gemeinsam ins Boot holen. Also ich würde mich freuen, weil aktuell die FDP nicht ganz so viele Ministerpräsidenten in Deutschland stellt, bedauerlicherweise. Wenn wir da gemeinsam nochmal den Hinweis geben, denn das Ärgerliche ist ja nicht nur, dass es diesen Freibetrag nicht gibt, sondern dass die Länder in den letzten 15 Jahren die Grunderwerbsteuer in aller Regel erhöht haben und es damit schwieriger gemacht haben und Familien das Dilemma haben, dass die Grunderwerbsteuer aus dem Eigenkapital bezahlt werden muss, eben nicht fremdfinanziert werden kann. Und das macht es ja für viele zum Killer, nämlich dass man nicht die Möglichkeit hat, den Kredit aufzunehmen, weil man nicht ausreichend Eigenkapital einbringen kann. Regierungskoalitionäre Solidarität mit Herrn Dröge, Frau Huberts und, Quatsch, sei schon mit Herrn Dröge, mit Herrn Dürr, Frau Dröge. Also wir haben das miteinander verabredet, dass wir einen Gesetzentwurf einbringen wollen, der den Bundesländern mehr Flexibilität gibt und auch solche Freibeträge ermöglicht. Aber das, was Christian Dürr gesagt hat, ist ja richtig. Alle Bundesländer oder fast alle Bundesländer, bis auf Bayern, glaube ich, sind an die Grenzen dessen gegangen, was bei der Grunderwerbsteuer jetzt schon möglich ist. Auch die CDU-Ministerpräsidenten an der Stelle. Das heißt, das sind die Bundesländer, die diesen Spielraum auch jetzt schon im Maximum ausreißen. Das liegt auch daran, weil das Steuereinnahmen für die öffentliche Hand an der Stelle sind. Und deswegen entscheiden sich die Bundesländer an der Stelle für die Steuereinnahmen. Und hier kommen wir natürlich auch so ein bisschen in ein Dilemma, wenn auf der einen Seite gesagt wird, öffentliche Hand macht es nicht über Kredite, auf der anderen Seite Steuererhöhungen für sehr reiche Menschen sind mit einem Teil dieses Podiums auch nicht möglich. Und auf der anderen Seite werden überall Steuersenkungen immer wieder in Aussicht gestellt, wie Herr Merz das beispielsweise auch sehr regelmäßig macht. Dann ist der Bundeshaushalt oder die Landeshaushalte sind am Ende eine Bettdecke, die nicht mehr aufs Bett passt. Man zieht an jeder Seite und am Ende ist sie zu klein fürs Bett. Und das ist die Frage, die dann die Konservativen an dieser Stelle nicht beantworten. Also deswegen auf die konkrete Frage, ja, mehr Flexibilität für die Länder, ja, die Ermöglichung von Freibeträgen, ja, das haben wir miteinander in der Koalition verabredet. Ja. Wenn die Länder das wollen, sollen sie das kriegen. Sie wollen nur bislang nicht. Alles gesagt, Frau Huberts? Nee. Aber jetzt Frau Huberts? Nein, wir, sind ja gerade mit einer Koalitionsverhandlung in Hessen befasst und die hessische Landesregierung wird in Zukunft mit der SPD zusammen die Grunderwerbsteuer, die ja nach dem Grunderwerbsteuergesetz des Bundes zurzeit nicht erlassen werden darf, aber in Hessen wird es für die jungen Familien aus dem Landeshaushalt erstattet. So, das ist ein Weg, wie man ihn gehen kann und das ist ein Beispiel, Frau Dröge, wie man auch in einer CDU-geführten Landesregierung dieses Problem lösen kann, ohne dass der Bund die gesetzliche Grundlage dafür ermöglicht, es auf dem direkten Wege zu tun. So, das ist ein Beispiel, wie es geht. Es wäre besser, wenn man die erst gar nicht erheben müsste, schafft ja alles furchtbare Bürokratie. Wenn man das jetzt erst erheben muss und dann wieder erstatten muss, könnte man sich den Umweg sparen, aber das Land Hessen geht diesen Weg. Also es gibt Beispiele, wo es funktioniert und ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Roberts, Sie hatten das Wort. Ja. Kaufnebenkosten sind natürlich ein großer Bestandteil, deswegen haben wir als SPD-Fraktion auch gesagt, Mensch, bei den Notaren könnte man sich ja auch mal anschauen, denn Eigentumserwerb ist natürlich etwas, was wir stärken wollen, mit eben auch dieser Familienförderung, die wir jetzt ja auch haben, wo wir auch Einkommensgrenzen haben, damit es nicht jeder einfach mal nutzen kann, aber auch ein Programm Jung kauft alt ist mir aus einer ländlichen Region auch ganz wichtig. Wir brauchen ja nicht immer die Dorfkerne aussterben zu lassen, sondern auch ein Programm dafür, dass man sich sowas kaufen kann. Und beim Heizungsgesetz, so schlimm die Verhandlungen für uns alle miteinander waren, da ist ja eben auch eine Förderung nochmal mit dabei, die denen nochmal mehr gibt, die eben auch weniger haben. Vielen herzlichen Dank. Kommen wir zur letzten These, die sich maßgeblich zunächst an Friedrich Merz richtet. Der bezahlbare Wohnungsbestand ist durch die Umnutzung von Bürokomplexen sowie Aufstockung und Nachverdichtung erzielbar sind, kurzfristig nicht zu heben. Die Kosten durch bauplanerische, bauordnungsrechtliche sowie Auflagen des Brandschutzes, oh Gott, sind zwar zwar niedriger als der Neubau, aber dennoch sehr hoch. Darüber hinaus dauert insbesondere die Umnutzung von Büroraum sehr lange. Hier könnten Bürokratieabbau Abhilfe schaffen. Ein Hinweis im Koalitionsvertrag, mehr Fortschritt wagen.
Das ist die Frage, die an Frau Dürr geht. Ne? Dröge. Dröge. Aber das macht nichts. Das jedenfalls ist das mein letzter Stand. Bitte um Entschuldigung. Ich glaube, ich bin beide anderweitig gebunden, aber das können wir nochmal besprechen. Ich habe im Plenum schon mal aus Versehen Herrn Merz Herrn Merkel genannt. Ja, ja, ja. Deswegen, also diese Dinge passieren. Ich versuche mich hier einfach nur als Nachfolger von Thomas Gottschalk zu qualifizieren. Liebe Schweinsteiger, als die Frage geht also tatsächlich jetzt erstmal an Frau Dröge. Also bitte um Entschuldigung. In einer Koalition. So, aber jetzt nochmal zu der Frage. Also tatsächlich ist es ja so, dass verschiedene Studien sagen, dass wir ein Potenzial von bis zu 4 Millionen Wohnungen in Deutschland haben, die wir dadurch schaffen könnten, indem wir auf der einen Seite Umnutzung machen würden, auf der anderen Seite da, wo beispielsweise schon Baugenehmigungen existieren, aber nicht gebaut wird, das Potenzial heben. Und das Dritte ist auch Dachaufstockungen machen würden. Und all das wollen wir zwar auf der einen Seite fördern. Verena Huberts hat das Programm Jung kauft alt beispielsweise angesprochen. Wir wollen auch ein eigenes Förderprogramm nochmal auflegen, das sich speziell auf die Umnutzung von Büro in Wohnungseigentum oder Wohnungen richtet. Aber tatsächlich sind natürlich an vielen Stellen die bürokratischen Anforderungen das, was auch bremst. Und deswegen arbeiten wir gerade sowohl bei der Musterbauordnung des Bundes daran, hier auch Vereinfachungen hinzukriegen, die das einfach deutlich leichter dann machen, aus einer Bürowohnung dann auch eine private Wohnung zu machen. Das ist ja sowohl beim Lärmschutz eine Frage, als auch teilweise beim Brandschutz eine Frage, als aber auch bei den Stellplätzen eine relevante Frage. Stellplätze sind übrigens ja wirklich auch ein relevanter Teil der Baukosten, gerade in Städten, wenn da die Tiefgaragen noch drunter gebaut werden müssen, und da zum Beispiel Stellplatzverpflichtungen abzuschaffen, um da eine Umnutzung hinzukriegen. All das würde das aus unserer Sicht erleichtern und dann dazu führen, dass wir an dieser Stelle drei Effekte haben, nämlich auf der einen Seite niedrigere Kosten, auf der zweiten Seite keine weitere Flächenversiegelung, was gerade in besonders dicht bebauten Städten sonst irgendwann Städte nicht mehr lebenswert macht. Aber natürlich auch da, wo Dorfkerne erhalten bleiben sollen, Dorfkerne erhalten werden. Und das Ganze dann klimafreundlich ist, weil man nämlich am Ende natürlich auch CO2 spart, wenn man schon bestehende Flächen einfach umnutzt. Deswegen dreifacher Gewinn und aus unserer Sicht etwas, was wirklich angegangen werden muss. So, also ich versuche es jetzt mal mit Herrn Dürr. Ne? Also in aller Klarheit, wie groß sind denn Ihrer Betrachtung nach die Potenziale, die tatsächlich brach liegen? Also die sind im Bestand definitiv da und gerade beim wirklich kernsanierten Umbau ist das Thema Brandschutz ein Thema und ich weiß, schwierig, das zu diskutieren. Ich bin mir über die Debatte total im Klaren, weil ja immer die Unterstellung im Raum steht, man würde mit Menschenleben spielen. Aber ich glaube, mehr Realismus an der Stelle ist zielführend. Und will einen Punkt hinzufügen, den wir als Koalition schon politisch vereinbart haben und noch auf den Weg bringen werden, auch gerade im Neubaubereich. Denn manchmal wird mir beim Neubau, ich sage das ganz ehrlich, meine Damen und Herren, ein bisschen zu sehr über die urbanen Zentren diskutiert. Ich komme aus dem ländlichen Raum, 60% der Menschen in Deutschland wohnen im ländlichen Raum und auch da gibt es Neubau in der Fläche. Und wir werden im Bundesnaturschutzgesetz eine Änderung machen, indem wir das Ersatzgeld zum Flächenausgleich gleichstellen, also Bürokratieabbau, die Dinge einfacher und schneller machen. Da an dem Punkt, glaube ich, kann man an verschiedenen Schrauben, sowohl im Bestand bei der konkreten Bürokratie als auch beim Neubau, wenn es darum geht, auch neue Flächen im ländlichen Raum zu nutzen, Dinge entschlacken und dadurch auch durch weniger Bürokratie billiger zu machen. Jetzt haben wir das Problem der Flächenversiegelung im ländlichen Raum natürlich nicht so sehr, aber tatsächlich steht das ja eigentlich letztlich dem aktuellen und akuten Wohnungsmangel entgegen. Was ist aus Ihrer Sicht ein Zielkonflikt, Roberts? Natürlich, wir haben verschiedene Zielkonflikte, die wir jetzt miteinander lösen müssen, aber dass wir da, wo man schnell nochmal draufbauen kann, wo man nachverdichten kann und wo es eben nicht um den Flächenausgleich geht, das Potenzial auch hebeln müssen. Und ich finde auch, zum Beispiel wir im Bundestag, wir haben auch den Modulbau, das ging super fix, auch nochmal temporär bauen. Da gibt es ja auch ganz schöne architektonische Vorschläge und deswegen sind das verschiedene Gewerke, die zusammenzuführen sind, aber wir kriegen auch die Beschleunigung dahin, wo es schwer ist. Herr Merz? Also ich bin etwas skeptisch, wenn ich diese These sehe. Wir hatten ja bis 2019, also bis zum Beginn der Corona-Krise, eigentlich einen anders laufenden Trend. Da war sehr häufig Wohnraum umgenutzt worden als Büroraum und eher in den Büroraum investiert als in den Wohnraum, weil ja auch der Büroraum anders reguliert ist, nicht diese Preisbindungen hat.
ob das jetzt sich wirklich dauerhaft umnutzen lässt, habe ich meine Zweifel. Ich glaube, dass dies vielleicht ein ganz kleiner Teil der Lösung sein könnte, aber sicherlich nicht die Lösung. Im Übrigen, wenn ich mir so anschaue, in welchen Büros ich bisher gearbeitet habe, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich da irgendwann mal wohne. Selbst wenn man es noch so schön herrichtet und aufstockt. Ja. Also das mag ein kleiner Teil der Lösung sein, aber sicher nicht der große. Und was Herr Dürr sagt, ist ja auch richtig. Also in den ländlichen Räumen haben Sie auch keinen Überhang an Büroflächen, die Sie jetzt umnutzen können zu Wohnraum. Also ganz kleiner Teil zur Lösung des Problems, wenn überhaupt. Mhm. Also für den ländlichen Raum gibt es ja teilweise das gegenteilige Problem. Wenn ich aus Köln rausfahre in die Eifel beispielsweise, dann erleben wir dort, dass die Dorfinnenkerne, wie Frau Huberts das gesagt hat, teilweise leerstehende Einfamilienhäuser sind, ältere Einfamilienhäuser, und rundherum um das Dorf entstehen die Neubausiedlungen an der Stelle. Und das ist natürlich mit Blick auf Flächenverbrauch, mit Blick auf Klimaschutz, aber auch mit Blick, ehrlich gesagt, auf einen lebendigen Dorfkern eine Fehlsteuerung, wenn im Innenteil die schönen alten, schlecht sanierten Häuser nicht mehr genutzt werden und drumherum die Neubausiedlungen entstehen. Also das heißt, wir haben dort und im Westerwald, ich kenne jetzt NRW besser als andere Regionen Deutschlands, ist das gleiche Problem. An der Stelle haben wir Leerstand in den Dorfkernen, und deswegen ist dieses Programm Jungkauft Alt auch ganz gezielt nicht nur auf Umnutzung ausgerichtet, sondern eben auch darauf ausgerichtet, junge Familien dabei zu unterstützen, alte Immobilien zu kaufen und bei der Sanierung zu unterstützen. Und deswegen werden die Neubauprogramme auch Schritt für Schritt so ausgestaltet, dass sie besser auch für den Bestand genutzt werden können. Aber wie gesagt, die wissenschaftlichen Untersuchungen zum Potenzial, die Universität Darmstadt hat das beispielsweise gemacht, die sagen, dass wir ein Potenzial von 4 Millionen Wohnungen in Deutschland haben, die wir dadurch schaffen können, dass wir umnutzen, indem wir aufstocken und indem wir Bauflächen nutzen, auf die es Baugenehmigungen schon gibt, aber auf denen aktuell nicht gebaut wird. Und 4 Millionen, das ist, wenn man sich die Neubauziele der Bundesregierung anschaut, 400.000 Wohnungen im Jahr, da kämen wir schon ein paar Jahre mit. Wir kommen zur Schlussrunde. Sie alle haben Anschlusstermine. Der Tenor des heutigen Tages der Wohnungswirtschaft war, wir werden in unserer Expertise eigentlich oft genug nicht ernst genug genommen und auch unzureichend gefragt, müssen anschließen an Stellen, wo wir mehr oder weniger vor verschlossener Tür stehen, und bieten eigentlich unsere Expertise an und haben da produktive Vorschläge. Eine Seite habe ich jetzt gerade so einmal quasi nur propedeutisch zusammengefasst. Ihre Perspektive vielleicht auch nochmal in den Raum gegeben, also angesichts tatsächlich des gravierenden Problems, fehlenden Neubaus, sozialer Verwerfung, anstrengender sozialer Spannung, eklatant großer Summen, von denen kein Mensch weiß, wo sie eigentlich letztlich herkommen. Wo ist eigentlich Ihr primärer Hebel, wo Sie ansetzen würden und sagen, das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, so helfe ich tatsächlich dem Wohnungsmangel ab? Indem ich diesen Bereich für die SPD-Bundestagsfraktion verantworte, indem ich mit Teil des bezahlbaren Bündnisses für Wohnraum bin, indem ich mit vielen von Ihnen und die mich jetzt heute erstmalig kennenlernen, auch gerne in den Austausch weiterkomme und dafür sorge, dass die Dinge nicht Ewigzeiten dauern, bis sie zu Gesetzen und dann Beschleunigungen werden, sondern auch sehr schnell miteinander umgesetzt werden. Gebäudeklasse E, Gebäudetyp E wurde eben angesprochen, total wichtiger experimenteller Bereich, und deswegen, ich habe auch gelesen, nicht reden, anpacken und hochkrempeln. Also ich wäre bereit und freue mich über jeden, der schnelle Hinweise hat, wie es denn auch einfacher gehen kann. Herr Dürr. Indem ich, und ich würde hoffen, alle Politiker eine Wahrheit aussprechen, wir haben ja einen demografischen Wandel in Deutschland, und es steht immer irgendwie so am Horizont nach dem Motto, wir haben jetzt ein paar Jahre steigenden Wohnraumbedarf und danach wird das eventuell weniger werden. Diese These schwebt immer ein bisschen mit, und der muss man widersprechen. Deutschland hat heute 83 Millionen Einwohner, und ich wage die Prognose, das wird nicht weniger werden, denn wenn wir unsere Wirtschaftsleistung aufrechterhalten wollen, dann werden wir im Vergleich weitere Menschen in Deutschland brauchen, die diese Wirtschaftsleistung erarbeiten. Ich glaube, die Wahrheit muss ausgesprochen werden, auch von der Politik. Deswegen ist die Prognose nicht, in 20 Jahren nimmt der Bedarf wieder ab in einer älter werdenden Gesellschaft, sondern ich wage die gegenteilige Prognose, was das Problem noch einmal deutlicher macht. Ich wage die Prognose, dass wir eher mehr Menschen in Deutschland sein werden, um diese Wirtschaftsleistung zu erarbeiten, weil wir eine ältere Gesellschaft sind. Und das führt dazu, dass der Wohnraumbedarf eher steigen wird. Und das heißt, Ärmel hoch und anpacken. Herr Merz.
Das ist ein interessanter Aspekt, den Herr Dürr hier mit in die Diskussion bringt. Im Grunde genommen stehen wir doch vor der Frage, wie wir das Angebot und die Nachfrage im Wohnraum so übereinander bringen, dass Preismechanismen wieder funktionieren. Mhm. So, und das heißt doch zweierlei. Wir müssen sehr darauf achten, dass die Nachfrage einigermaßen unter Kontrolle bleibt. Wir haben ja eine Bevölkerungszählung gehabt vor 2 Jahren, die zum Ergebnis kam, dass in Deutschland sich ungefähr 2 Millionen Menschen mehr aufhalten, als wir bis dahin in der Statistik geführt haben. Mit ein Grund dafür, dass wir einen solchen Nachfrageüberhang hatten im Wohnungsbereich. Ich bin sehr skeptisch, kein Geheimnis. Zuwanderung ja, die haben wir im Übrigen seit Jahrzehnten. Deutschland ist seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland. Aber wenn ich mir Frau Schnitzer oder andere anhöre, die dann bis zu 1,4 Millionen Zuwanderung von 400.000 im Jahr sprechen, also das würde unser Problem massiv verschärfen. Und da kommen wir auch mit dem Angebot nicht hinterher. Unter den gegebenen Bedingungen würde ich jederzeit mich auf die Angebotsseite stellen und sagen, wir müssen dafür sorgen, dass gebaut wird, dass wir vielleicht auch mal mit den Standards runtergehen. Ich habe das eben in der letzten Diskussion hier nur am Rande mitbekommen. Wir bauen einfach zu teuer, wir bauen zu anspruchsvoll, wir bauen für 5 Generationen, 2 täten es doch auch. Andere Länder in Europa können das, wir können das nicht. Dieser ganze deutsche Perfektionismus vielleicht mal ein bisschen weniger, auch im Genehmigungsverfahren, auch mit Genehmigungsfiktionen zu arbeiten, mit standardisiertem Bauen, seriellem Bauen. Also ich würde die Lösung des Problems immer versuchen, auf der Angebotsseite zu lösen, das Problem zu lösen, und ist nicht so sehr auf der Steuerung der Nachfrage, insbesondere dann nicht, wenn wir gezielt oder unkontrolliert eine immer höhere Zuwanderung nach Deutschland haben. Das wird das Problem verschärfen und es wird vor allen Dingen für die sozial schwachen Familien das Problem überproportional verschärfen. Wobei ich das nicht gesagt habe, gerade nicht falsch verstanden. Nein, ich habe ja nur den Gedanken weiterentwickelt. Das ist noch nicht so verstanden. Frau Dröge. Also ich finde es sehr überraschend, wo Sie jetzt beim Thema Zuwanderung gelandet sind, ehrlich gesagt. Ich war vor einem halben Jahr auf dem Tag der Bauwirtschaft und das Problem, was die mit als erstes adressiert haben an die Politik, war der Fachkräftemangel. Und wenn wir uns anschauen, was auch zu diesem Problem führt, in dem diese Branche ist, dann ist das aus meiner Sicht Fachkräftemangel. Und wenn Frau Schnitzer sagt, wir brauchen 400.000 Fachkräfte im Jahr, dann sagt sie das wirtschaftsweise, dann sagt sie das, weil wir damit nur das Niveau an Beschäftigten in diesem Land konstant halten, wenn wir das tun. Das heißt, wenn wir das nicht tun und wenn wir das machen, was Sie sagen, nämlich am besten möglichst wenig Menschen in dieses Land lassen, dann werden wir das Erwerbstätigenpotenzial für Sie alle reduzieren. Dann werden Sie einander in Zukunft die Beschäftigten abwerben können. Das tun Sie jetzt schon teilweise an dieser Stelle, weil Sie niemanden mehr finden, der bereit ist, für Sie zu arbeiten, weil die Beschäftigten einen Beschäftigtenmarkt haben und sich aussuchen können, für wen sie arbeiten. Und das Problem wird immer größer von Branche zu Branche für Branche. Und deswegen ist sich diese Koalition sehr einig, dass das eine der Top-Prioritäten für eine vernünftige Wirtschaftspolitik ist, etwas gegen den Fachkräftemangel in diesem Land zu tun. Dazu gehört Fachkräftezuwanderung, deswegen haben wir das Einwanderungsgesetz reformiert. Dazu gehört Weiterbildung, Qualifikation, Ausbildung, Erwerbspotenziale von Frauen. Alles müssen wir angehen, weil das Problem für die Wirtschaft sonst existenzbedrohend wird. Und dass Sie als Vorsitzende einer Partei, die sich selber Wirtschaftspartei nennt, das nicht adressiert und nicht erkennt, das verstehe ich wirtschaftspolitisch einfach gar nicht. Und jetzt zur Belohnung des Moderators, nämlich die Beantwortung seiner Frage nach dem Hauptfokus. Genau, und ein Teil ist Fachkräftemangel, aber der zweite Teil, ich würde ein bisschen dieser These widersprechen, dass Sie mit Ihren Anliegen nicht gehört werden, denn der Chef Ihres Verbandes ist sehr regelmäßig Gast bei uns allen und hat beispielsweise auch eine ganze Reihe an Punkten vorgetragen für den Baugipfel der Bundesregierung, und aus meiner Sicht sind eine ganze Reihe von Punkten auch tatsächlich im Papier gelandet. Ich sogar in einer Kontroverse. Ich weiß, dass Sie alle die degressive AFA im Baubereich damals priorisiert haben für den Baugipfel. Ich persönlich, das war Ihr Verband, das können Sie sonst miteinander nochmal besprechen, doch. Wir können das nochmal miteinander besprechen, das war die Top-Priorität, die uns kommuniziert wurde. Ich persönlich als grüne Bundestagsfraktion habe einen anderen Vorschlag gemacht. Wir haben gesagt, damals 30 Milliarden als Investitionsprogramm, um die Bauwirtschaft durch eine schwierige Zeit zu bringen, weil Themen wie Zinsen, weil Themen wie Lieferkettenschwierigkeiten, weil Themen wie Energiekosten auch vorbeigehen werden, wäre aus unserer Sicht der wichtigere Schritt gewesen. Aber die Branche, das Feedback muss ich geben, hat sich für die degressive AFA entschieden.
Dann freue ich mich sehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr reges Interesse an weiterem Austausch aus dem Publikum vernehmen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Und ich bedanke mich zuallererst bei Frau Dröge und Herrn Dürr, die mir einiges nachgesehen haben. Vielen herzlichen Dank bei Herrn Merz natürlich und auch Frau Huberts. Dankeschön. Auch das ist eine echte Falle. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke sehr. Dankeschön. Danke. Ja, und vielen Dank. Damit es so nicht ärger kommt, ist leider nicht einrichtig. Gerne. Und Sie wissen ja, nach der Diskussion ist vor der Diskussion. Die Einladung ist ausgesprochen. Und wenn Sie jetzt zum Schluss nochmal alle klatschen, fällt allen das Lachen leicht. Applaus